Wir sind wieder zurück hier in Zelda Skyward Sword. Wir haben beim letzten Mal die kompletten 100% abgeschlossen des Spiels. Das bedeutet, wir haben alles gefunden, wir haben alle Herzteile, wir haben jegliche Items, die wir auch verbessern können, verbessert. Und es geht nun zum letzten Teil des Spiels. Wir haben ja beim letzten Mal, wo wir die Story gemacht haben, das Heldenlied erhalten und mussten jetzt suchen, wo im Wolkenhort die versteckte letzte Prüfung der Siren ist. Und wer hätte es gedacht? Es sieht so aus, als wäre es im Wolkenhort selber. Sieht nicht nur so aus, es ist auch so. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der letzten Prüfung. Das machen wir, meine liebe Fei. Auf geht's in die letzte Prüfung. Und es wird wahrscheinlich nur das Wolkenhort zum Glück sein. Ich hatte schon Angst, ob das noch was anderes. Aber nee, dann kann es ja nicht so schrecklich sein wie der Vulkan von Eldin. Nick. Als sehr, sehr schlimm in Erinnerung hatte. Gebieter Link. Dies ist die Welt der letzten Prüfung. Die Siren der Göttin. Ich dachte, ich wäre damit vorbei, aber es ist noch nicht zu Ende. Du hast das Seelengefäß erhalten. Eine geheimnisvolle Blume spiegelt deine Seele wieder, Link. Wenn du deinen Heldenmut unter Beweis gestellt und das letzte Seelengefäß gefüllt hast, Gebieter, dann wird dir die Tür zum Triforce vor den Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung bestehen. Hast du noch Fragen? Nein. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. So, heißt, wir haben wieder genug Zeit. Ich muss mir keine Sorgen und keinen Stress machen wegen irgendwas Zeitliches. Natürlich, wenn wir jetzt rausrennen, werden wir gleich mal involviert. Wir müssen aufpassen, welches wir denn holen. Weil, wenn ich hier schon sehe, da ist ein Wächter in der Nähe. Hier oben wird wahrscheinlich auch ein Wächter sein. Und wahrscheinlich auch so eine blaue Perle. Also wir werden erstmal den hier versuchen einzusammeln. Du willst mich nicht. Sei ehrlich, du willst mich nicht. Die heilige Flamme habe ich. Das ist schon mal safe. Sehr schön. Für 90 Sekunden sind die denn nicht mehr aktiv. Haben wir genug Zeit, um die zweite Seele zu holen, die hier oben ist. Es ist sehr wahrscheinlich hier oben ist. Sonst ist hier aber nichts weiter drauf. Nee, ganz oben. Wenn wir die Prüfung fertig haben, dann habt ihr ja schon gehört, dann können wir zum Triforce gehen. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Also, hier hinten haben wir auf jeden Fall welche, beim Friedhof. Dann nehmen wir mal alle, klappern wir alle von vorn bis hinten ab. Bedeutet, wir gehen erstmal hier oben lang. Wir müssen auch aufpassen, hier sind sehr viele von diesen Lichterdudes unterwegs. Naja, Witze? Ja, sehr gut. So. Hey. Mein Freund. Wir wollen ja... Nicht gleich überstürzen. Uiuiuiui. So, das hätten wir. Okay, wir müssen auch zum... Ja, wie nennt man es hier? Ja, lol. Ach, da unten, okay. Zur Schule, da gibt es nämlich auch nochmal zwei. Aber wie komme ich da hin? Ah... Alter.
Junge, was ist das denn? Concentration. Jetzt ran und schieben. Schieb, 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 schieb. Oh mein Gott. Was zum Teufel? So. Natürlich wieder auf dem Dach eins. Wer hätte es gedacht? Oh nein, 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 nein. Nein! Oh, ich hab den nicht gesehen. Ja, das ist natürlich bitter. So, jetzt probieren wir es nochmal. Und diesmal gehe ich hier außen rum. Und der hat mich nicht mitbekommen. Okay. Jetzt haben wir durchgeschafft. Meine Güte. Sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber naja. Ist aber kein Problem. Jetzt können wir wenigstens unten lang gehen. Aber wie gesagt, so leicht ist es gar nicht, wie man es denkt. Oh. Oh, ich wusste ja... Oh mein Gott! Was war denn das? Oh mein Gott. So, Link, wie wär's, wenn du auf den Stamm hier stehst? Sehr schön. Wir lassen den Heini nochmal durch. Und schleichen uns dezent an ihm vorbei. Denk dran, Wasser dürfen wir auch nicht. So. Die Restlinge sind dort. Da einfach durchrennen. Oh mein Gott. Wartet mal, ich brauche mal kurz wieder einen Überblick. Wo sind nur welche? Da hinten sind nur welche. Und auf dem Steg. Oh mein Gott. Yo, was zum Teufel ist passiert? Okay. Da hinten sind noch zwei. Ein Sieg, wo ist der andere? Dort hinten, hä? Kann mir mit erklären, wie ich das machen soll. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe alle heiligen Tränen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt muss ich nur noch zurückkommen. Lebendig. Weg, 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 weg. Okay, der kommt mir nicht nach. Das ist der Gute. Oh mein Gott. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Als ob. Junge, Junge, Junge. Was für eine anstrengende Aufgabe. Schade, dass ich nicht beim ersten Versuch geschafft habe. Aber hey, was soll man machen?
wenn man so überrascht wird. Du hast die Insignie der Reife erhalten. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Na, das wollen wir mal hoffen, ne? Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insignie der Reife, außerdem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst die du beide zusammen, öffnet sich der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Das Objekt der Begierde, was wir suchen, ist dieses Objekt, worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte. Und das ist kein extra Item, nee, das ist sogar richtig relevant. Schön, dass ich das erst zum Ende des Spiels hin merke, dass das relevant ist. Nämlich da hinten bei der guten Eulen- oder Vogelstatue, jeweils, da könnt ihr selbst bestimmen, was das ist, fehlt ein Auge. Und ratet mal, wie der Kristall aussieht, nämlich genauso. Wow. Das war jetzt alles? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Okay. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. So würde ich sagen, kann man das auch machen. Ja. Kommt einfach so ein etwas hier heraus. Eine ganze Festung einfach durch den Stein. Kann man machen. Muss man nicht, aber hey, ich hab nichts dagegen. Ja, das heißt wohl, auf zur Suche nach dem Triforce. Ich hätte doch abkürzen können, oder? Egal. Schauen wir uns mal hier drin um. Turm des Himmels. Ich dachte jetzt, hier kommt irgendwelche Prüfungen noch, anstatt hier, dass gleich ein Item vor uns liegt. Was befindet sich da drin? Oh, direkt die Dungeon-Karte.
Oh mein Gott. Ich glaube, ich verstehe jetzt das Rätsel. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebiet befinden sich drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce besitzen. Ich habe die Orte, an denen ich dir ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit Dreiecken markiert. Aha. Wir müssen jetzt so ein verdammtes Schieberätsel hier machen. Und so ein Item möchte ich gerne noch haben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, er kann so greifen, das runterziehen. Warte mal, wir müssen erstmal gucken, wie es hier vorangeht. Ach, wir müssen das ganze Ding. Kann man das ganze Ding bestimmen? Ja, bestimmt, oder? Oh, in solchen Rätseln bin ich eigentlich nicht so gut. Das dahin, das dahin, das dahin. So, sollte der dorthin? Mit dem Raum können wir da nichts anfangen. Wir machen das erstmal so. Mal schauen, was passiert. Wir gucken uns erstmal komplett um. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Durch diese Veränderung ist es möglich, den angrenzenden Raum betreten zu können. Ja, ja, deswegen. Ich schlage vor, dir durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Wenn es so einfach wäre. Das ist gar nicht mal so schwer. Ja, nicht mal so einfach. So herum. Wir gucken mal einfach mal nach, was wir uns hier erhoffen. So, sehen schon mal aus wie Pilzräume hier. Warte mal kurz. Warum ist das Tor zu? Da kommen wir noch ja nicht lang, wa? Oder können wir da nicht lang? Nee, ich glaube, das ist noch nicht möglich. Oh mein... Ja, wow. Ach, jetzt habe ich was vergessen zu drücken. Ja, okay. Ja, okay, Fail von meiner Seite aus. So. Ach, gucke mal einer an. Da müssen wir erstmal was absägen. Heißt Käfer raus und auf geht's. Oder auch nicht. Ach, vielleicht unten das Gras? Weil letztes Mal war ja auch das Gras. Die Räume sind größer, als ich dachte. Also der Anfangsraum war ja recht klein, ne? So im Vergleich zu dem. So, jetzt müssen wir uns nur noch rüberschwingen. Oh mein Gott. Sehr schön. Oh, ich hab mich so erschrocken. Du bist einfach eklig. Oh, verschwinde. Blech. Ekelhafte Vieh. Kann es sein, dass wir jetzt alle Gegner treffen, die wir im Spiel gesehen haben? So nicht. Okay, in der Hoffnung. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Ah, ich sehe schon, wo ich hin muss. Verdammt. Das überlebe ich nicht. Oh, jetzt ist das Vieh da noch. Ja, das habe ich dann nicht geschafft. Kann ich das Vieh irgendwie da oben treffen oder so? Geht das?
Das ist viel zu weit weg. Kann ich von der Seite auch das sehen? Nee, ne? Kann ja nicht mal weiterlaufen. Ist ja auch interessant. Oh, immerhin geschafft. Als ob. Ey, willst du mich rollen? Was sind das denn für Viecher? Was? Was? Die verarschen ihn. Okay, dann springe ich genau dann, wenn die Flammen da sind. Lol. Nein, Käferchen, du sollst da vorbei. Hä, wie soll ich denn da weiterkommen? Ach, vielleicht sollte ich auch... Ja, wow. So sollte man das bestimmt machen, ne? Mhm. Warte mal, sind alle drei tot? Jo, geil. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Das wäre jetzt... Ein Ernst? So, wir stehen jetzt hier. Wie soll ich denn darüber kommen? Nein, das wollte ich nicht. Gibt es irgendwas, womit ich mich rüber... Ach so, ja. Oh, das kann ja wieder lange dauern. Ich hasse ja diese Passage mit diesem Luftgebläse. Könnte Malenko gerade auslaufen? Sehr schön. Einmal geschafft. Können wir uns jetzt eine Abkürzung bitte erschaffen? Danke. So, was holen wir uns, wenn wir... Ja, wir könnten halt ein Triforce zeichnen, aber... Wie würde das jetzt uns auch nicht bringen, weil wir haben eigentlich hier noch Schmetterlinge... Schmetterlinge, Feen. Machen wir einfach den hier. Und dann kriegen wir 3 Herzen. Dann sind wir wenigstens fast voll geheilt. So, hier hinter geht's aber weiter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Nächstes Gebiet. Ey, wir gehen einfach komplett durch die ganze, durch das ganze Spiel nochmal. Wie geil ist das denn?
einfach thematisch nochmal alles, was wir im Spiel erlebt haben, durchgehen. Ja, ja, Freunde. Ihr habt aber lange überlebt, Mensch. Oh, nicht das Ding. Warte, ich guck mal nach. Brauchen wir den für irgendwas? Oh mein Gott. Ha! Du hast dich selbst umgebracht. Na, deine eigene Schuld, musst du damit leben können. So, und dann müssen wir wieder runter, ne? Gibt's hier hinten sonst noch irgendwas? Warte mal, warte mal. Das muss irgendwas bedeuten. Wir jagen mal einen Käfer durch. Ach so, weißt du, was man machen muss? So, jetzt müssen wir ganz schnell nach oben. Sagte er und hüpft daneben. Obwohl eigentlich sollte der nicht... Ja, okay, der fällt nicht weg. Warte. Ah, der ist schon, der ist schon. Perfekt. Ah, okay. Ich verstehe, was wir machen müssen. Wir müssen den hier zufälligerweise, wenn es funktioniert. Also ich hoffe jetzt mal, das funktioniert auch wirklich, wie ich geplant hätte. Aber eigentlich sieht das gut aus, ne? Jetzt ist nur die Frage, wie wir dorthin kommen. Warte mal kurz, weg mit dir. Was passiert da? Ah, da passiert das, okay. Aber was legen wir denn dorthin? Ach, sollen wir vielleicht den dorthin legen? Kann man ihn dadurch werfen? Nein. Also ich bin dezent überfragt, um ehrlich zu sein. Oh, warte mal, ich sehe da oben was. Ah ja, warte. Wow, darauf muss man erstmal kommen. Das hat man ja nicht gesehen. Geschweige. Ich habe auch ja nicht drauf geachtet, dass da was war. So,
So, jetzt können wir wenigstens die Kugel wieder weiter verwenden. So, her damit. Okay, hier ist wieder dicht. Wozu ist das Ding hier? Oh. Ach, wir sind wieder am Anfang. Ach so. Aua. Warte. Ach so, nee, warte. Aber was hat es mir gebracht, dass ich den hier hinten hingebracht habe? Ohne Probleme. Ach so, oh mein Gott, ich sehe es gerade schon. Nein! Oh, Link. Kann ich die dann hier reinwerfen? Boah, denn halt nicht. Dann müssen wir halt mit Peitsche arbeiten hier. Hallo. Sie. Oh, darf ich mal kurz? Der nervt. So, dann mach ich den hier auch gleich weg. So, und jetzt können wir da oben rein, theoretisch. Mit Pfeilen drauf schießen. So. Nächstes. Na komm, so, perfekt. Ah, und jetzt sind wir am goldenen... Lol, am goldenen Schalter. Jetzt können wir das wieder verschieben. Okay. Lasst mich überlegen erstmal, wie das hier funktioniert, ja? So, aber ich würde erstmal sagen, bevor wir hier weitermachen, werden wir uns im nächsten Part darum kümmern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denne und ciao.